Brummende Konjunktur, Donald Trump und die Zinsen. Das waren ganz grob gesagt die beherrschenden Börsenthemen des Jahres 2017. Und das werden sie voraussichtlich auch im Börsenjahr 2018 sein. Wagen wir einen detaillierten Ausblick mit Oliver Borges. Er ist Leiter des Bereiches Vermögensverwaltung bei der Berliner Weberbank. Herzlichen Dank für den Besuch hier an der Börse Frankfurt. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Der DAX kann jetzt 6 Jahre in Folge zulegen und er hat seit 2002 nur 2 Minusjahre gehabt. Kann es denn vor diesem Hintergrund im Jahre 2018 überhaupt noch weiter raufgehen? Ja, zunächst mal sind es 8 Jahre schon, die Gewinne steigen, und zwar sehr stetig, während der DAX in den 6 Jahren ja durchaus einige Rückschläge zu verkraften hatte. Wir hatten alleine 2-mal Rückschläge von 20% und mehr. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis wir die Höchststände von 2015 wieder gesehen haben. Von daher entwickelt sich das alles andere als an der Perlenschnur. In der Rückschau mag das so erscheinen, aber solange die Fundamentaldaten stimmen, sind die Aussichten gut, dass wir diese Erfolgsgeschichte fortsetzen können. Wichtig ist aber sicherlich auch, dass die Unternehmensgewinne weiter steigen und damit auch quasi den Aktienkursanstieg untermauern können. Aber ist da noch genügend Luft drin, Herr Borges? Denn die Gewinne sind ja eben schon in den vergangenen Jahren deutlich geklettert. Also reicht es aus, um weitere Gewinne zu generieren? Ja, also es bedeutet sicherlich nicht automatisch noch stärker steigende Gewinne, wenn das Wirtschaftswachstum zunimmt. Gerade in der aktuellen Situation, wo Themen wie Fachkräftemangel auch die Kapazitätsausweitungen begrenzen. Von daher, ja, das Wachstum der Gewinne kann durchaus in der Zukunft flacher werden. Wir sind trotzdem sehr zuversichtlich, auch angesichts des recht synchronen Weltwirtschaftsaufschwungs, dass wir dort mit einem Wachstum von 2,5%, zweistellige Gewinnzuwächse oder bis 13% auch weiterhin sehen können. Von daher stimmt die robuste Konjunkturlage sehr optimistisch. Na, wichtig ist natürlich auch weiter, dass kräftig investiert wird. Das tun die Unternehmen mittlerweile auch wieder, schieben damit natürlich auch weitere konjunkturelle Prozesse an. Also der Aufschwung verselbstständigt sich. Das ist natürlich immer eine gute Nachricht für die Ökonomen. Hilft natürlich auch, dass die EZB die Zinsen weiter niedrig lässt. Kann es dann so weitergehen? Bleiben die Zinsen dann noch auf absehbare Zeit so niedrig und helfen den Unternehmen und damit auch den Aktienkursen? Ja, fragt sich, wie weit die absehbare Zeit reicht. Wenn man so üblicherweise sagt, auf Sicht ist es nicht erkennbar, dass die Zinsen steigen und damit vielleicht 12 oder 18 Monate meint, dann kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo man diese Aussage irgendwann nicht mehr betreffen können. Wenn die Zeit der Anleihenkäufe zu Ende geht, nächstes Jahr im Herbst, dann wird die Steuerung der Erwartungen durch die Notenbank, was die Zinsen angeht, wichtiger werden. Und wir rechnen im Lauf des Jahres 2019 mit der ersten Zinserhöhung. Das muss aber dann die Aktien nicht belasten, weil das haben wir in den USA gesehen und das lehrt die Historie. Wenn es maßvolle Zinserhöhungen, die auf Basis einer guten wirtschaftlichen Entwicklung vonstatten gehen, sind, dann stört das den Aufschwung auch an den Aktienmärkten nicht nachhaltig. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass Sie dann nicht Grund haben, etwas defensiver zu werden bei Aktien? Wir würden dann aus der Zinsentwicklung Grund haben, defensiver zu werden, wenn sie sehr abrupt, unerwartet, sehr kräftig kommt. Das ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht absehbar. Das, was wir von den Notenbanken eigentlich absehen können, gerade der EZB, den Deckel, den sie auf den Zinsen haben will, weil sie auch den Deckel auf den Schuldenkosten der südeuropäischen Staaten haben möchte, der wird weiterhin benötigt. Ein echter Schuldenabbau ist da noch nicht vonstatten gegangen. Von daher wird es wohl nur maßvoll, graduell eine Normalisierung der Geldpolitik geben. Außer wir sehen etwas, was im Moment eigentlich ja totgesagt und gar nicht mehr häufig genannt wird, nämlich einen unerwarteten Inflationsanstieg. Und der ist in der aktuellen Situation gar nicht so weit hergeholt, weil wir haben extrem hohe Geschäftserwartungen, IFO-Geschäftsklimaindex. Die Unternehmen sehen sich einer hohen Nachfrage gegenüber, bauen ihre Kapazitäten aber nicht in dem Maße aus. Investitionen steigen, ja, aber nicht in dem Maße, wie es jetzt in der Konjunkturzyklusphase eigentlich üblich wäre, häufig auch begrenzt durch nicht verfügbare Fachkräfte. Und das kann den Aufschwung dann auch begrenzen. Wenn wir über die Börsen im Jahre 2018 sprechen, müssen wir natürlich auch das Thema Rohstoffe ansprechen. Da gab es gerade bei den Industriemetallen in den vergangenen Monaten, ja fast schon Jahren, möchte man sagen, deutliche Zugewinne, nicht zuletzt auch wegen des Booms bei der Elektromobilität und einhergehend Batterien, Akkumulatoren etc. pp. Kann dieser Trend E-Mobility hier weiter Kurse und auch Preise befeuern?
Eher nicht. Also sicherlich wird der Anteil an Elektrofahrzeugen weiter steigen. Aber welche Technologie sich letztlich durchsetzt, ist auch bei den Batterien noch nicht abgeschlossen. Die spannendste Geschichte hat sicherlich zurzeit Kupfer, auch weil es viele Kupferkabel für die Ladestationen benötigt. Aber auch bei den Batterien sind durchaus Forschungen im Gange, dass weniger Kupfer und mehr Aluminium verwendet wird. Also es ist dann auch noch fraglich, welcher Rohstoff dann am stärksten dort profitieren kann. Die Rettung ist jetzt nicht, in einen großen Korb zu investieren, und der Gewinner ist dann auf jeden Fall dabei, weil, wie gesagt, viel Vorschusslorbeeren sind schon drin. Man würde dann also Gewinner und Verlierer haben. Ich würde eigentlich nur demjenigen, der sich auch, ja, sag mal, als Technologie-Insider mit einer klaren Meinung zu den technologischen Entwicklungen dort in der Zukunft sieht, empfehlen, das als, ja, sag mal, eine Wette für den Teil, den er als Spielgeld betrachtet, zu investieren. Der Goldpreis scheint derweil weiterhin wie festgenagelt, in den letzten Wochen des Jahres 2017 tendenziell sogar eher wieder schwächer, in Dollar gerechnet, während der Bitcoin förmlich explodiert. Ist die Kryptowährung der neue Fluchthafen? Also Geld ist eigentlich Wertaufbewahrungsmittel, Spar- und Tauschmittel und braucht Stabilität, Glaubwürdigkeit, Themen, wo Bitcoins, glaube ich, noch Defizite haben. Für viele ist es undurchschaubar, wie diese Währung entsteht. Auch für institutionelle Investoren letztlich eine Unsicherheit, wie sie verwendet wird, Stichwort Kriminalität. Es ist für wenige tatsächlich nachprüfbar, ob der Bitcoin, den man angeboten bekommt, echt ist. Also die derzeitige Spekulationsblase erinnert jetzt weniger an die Geburtsstunde einer neuen Währung, aber als Nischenprodukt, als ein Wertaufbewahrungsmittel kann ich mir vorstellen, dass es sich etabliert. Es hat mehr Ähnlichkeit mit Gold, also es hat eine gewisse Knappheit, und da kann es sich vielleicht ähnlich wie Gold als quasi Wertaufbewahrungsmittel etablieren. Aber den aktuellen Hype, würde ich denken, den kann man als Spekulationsblase interpretieren. Ja, viele 1000% in einem Jahr oder viele 100% zumindest haben wir auch noch nicht oft gesehen, seit dem neuen Markt zumindest. Schlussfrage, etwas unorthodoxe Frage zum Schluss. Was glauben Sie, wird in diesem Jahr definitiv nicht passieren, Herr Borges? Dass Ihnen die guten Fragen ausgehen, wird nicht passieren. Dann wird häufig immer noch wieder über ein Impeachment gegen Präsident Trump spekuliert und gesprochen. Da würde ich sagen, das wird nicht passieren. Da sind einfach die Hürden zu hoch. Allgemein gesprochen würde ich gerne antworten mit, es wird auch in diesem oder im nächsten Jahr nicht so sein, dass die Prognosen und Erwartungen an den Börsenverlauf eintreffen. Also man muss da auf Unerwartetes und Überraschungen weiter gewappnet sein und am besten adaptiv bleiben, flexibel bleiben, die gute alte Diversifikation bemühen, und das heißt in den heutigen Tagen auch in Anlagesegmente diversifizieren, die weniger oder nicht von der Notenbankliquidität abhängig ist, zum Beispiel Schwellenländer. Dann sind wir sehr gespannt auf den nächsten schwarzen Schwan, werden uns hoffentlich dann in 2018 einmal mehr treffen zum Interview. Oliver Borges war das von der Weber Bank hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke.